Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Battlefield Play for Free. Ich bin Murat und Arne ist auch dabei. Nee, ich hätte es nicht gedacht. Hättest du nicht gedacht? Ich glaube, die Nee, hätte ich eigentlich nicht. Die Zuschauer hätten es nicht gedacht. Weil du gay bist. Ja, sind wir doch alle. Guck mal im Chat, was ich geschrieben habe. Ja, du bist hier der Hacker, Junge. Ja, eigentlich nicht. Doch. Ja, ich hab eine 01er KD. Premium KD. Hilfe bei Kill, wie nett die sind. Alter, mehr durfte ich. Oder... Ach, du mehr durfte ich heute. Mehr durfte ich heute nicht bekommen als Hilfe bei Kill. Und dann. Splittergranatenkill. Läuft bei dir. Kommt hier Level 1 mit der VSS an. Den Macken, Alter. Free to play halt. Ach, kommt der Level 1 nochmal um die Ecke und killt mich. Alles klar. Der kann's halt, Junge. Ich krieg sowas von ab, ne? In Battlefield Pay for Free muss man jetzt ab Level 1 schon free buyen, um gut zu sein, falls die ganzen Level 30er Hacker kommen. Ja, die können nichts anderes. Kein Wunder, dass jeder dritte Junge oder Mensch seine Macken bekommt. Oh, bin schon wieder tot. Level 30er RPK. Ich sehe es, Alter. Ich sehe es. Der Typ räumt richtig ab. Moment. 4-5 Leute auf einmal gekillt. Ey, guck mal im Chat. Kriegt die Macken. Man merkt's. Ja, merkt man derbe, ne? Ja. Free-to-play. Free-to-play, größtes Nazi-Spiel. Boah, Junge. Du bist der Nazi. Ja, Junge, EA ist so geldgeil, dass sie jetzt ein Messer rausstellen, was 10 Meter Reichweite hat und dann irgendwie jeder zweite Mensch... 10 Meter Reichweite, du Spasti. Junge, das ist ein Samurai-Schwert. Das ist nicht mal Battlefield Play for Free, das ist Battlefield Shanghai Noon. Was laberst du für Scheiße? Du hast so Huren, so ein Kram. Ja, getötet durch Level 3er mit einer Farmers. Der Felix. Der Nazi heißt er bestimmt. So heißt er bestimmt auf Skype. Wenn er sich das leisten kann. Er kann sich kein Skype leisten und kann YouTube-Channel, aber dafür gibt er 30 Euro für Play for Free aus, anstatt sich Battlefield 3 zu holen. Krieg die Magna. Hat glaube ich schon erwähnt, dass ich die Macht kriege, ne? Hast glaube ich noch nicht erwähnt. Erwähne es mal. Ich glaube ich auch, muss man sagen, ich krieg die Macken. So, wir spielen auf Sharky Sturmangriff, das wollte ich nicht. Ne, ich hätte nicht gedacht. Die Macken-Map. Boah, kommt ein Level 30er. Kommt Level 30er Pre-Rider mit einer Weihnachtsmütze, die er sich für 10 Euro gekauft hat, mit einer ALK und hat hier irgendwie so eine 16-1er KD, weil er gerade sein Hack geupdatet hat, damit er jetzt 38 Leute mit einem Schuss erwischt. Ey, ich glaube ich gleich kaputt, ne. Anstatt dass Easy mal ein Spiel rausbringt, wo mal so ein Hackschutz drin ist, nein, müssen die ein 30-Minuten-Spiel machen, wo sonst kein Mensch mehr Bock drauf hat, weil das Spiel sehr große Bullshit ist. Wo man eine 3-6er KD hat und Fussel, wo ist denn der? Was willst du, Junge? Fussel hat eine 6-5er KD, Premium. Premium, Junge. Battlefield 4 kriegt man auch nur eine 23-4er KD. Da kann man wenigstens was reißen, weil da keine Hacker sind. Braucht man uns zu hacken, weil in Battlefield 4 sind wenig Spieler drin, die was können. Aber in so ein Premium-Dreckspiel kann man ja auch nichts erwarten. Was ist los mit meiner Abakane, ey? Die macht ja kaum Schaden. Ja, und dann kauft man sich eine Waffe für 10 Euro und dann attach, dann updaten die Waffe runter um 30%. Patched. Ja, patcht man das um 30% nach unten. Man hat 10 Euro für eine Waffe ausgegeben, womit man nichts mehr anfangen kann. Womit man ein Magazin braucht, um eine Person 30 Schaden anzurichten. Also auch wieder Premium. In Battlefield 4, ne? Patchen die gar nichts runter. Da hat man sich das Spiel für 60 Euro geholt und dann hat man halt keine Macken mehr. Ja, kommt der Level 16 mit einer Farmers um die Ecke. Auch nichts Besseres zu tun.
das sich mal was Besseres zu holen. Ich wundere mich immer noch, dass ich so viele Spieler, so viele Menschen, die das Homo-Spiel spielen. Ich spiel's nur einfach so, ich würde mir nie wieder was für dieses Dreckspiel kaufen, Alter. Ich glaube, diese Folge wird viel kürzer als die letzte. Bullshit! Halt's Maul! Das war's für diese Folge, zweite Folge. Dass ich mir dieses Spiel antue, das mit zu kommentieren, ist ja schon eine Qual. Am liebsten verbrennen und draufscheißen. Das kannst du nicht verbrennen, dann doch kann ich, ich gehe zu EA und sage so, gib mir mal eine CD von Play for Kack und dann scheiße ich auf dieses Dreckspiel. Das scheiß drauf, naja, das war diese Folge mit Arne, dem Mackenkind. Vollwegsamen Kind. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.